Peter und der Wolf. Ein musikalisches Märchen für Kinder. Es spielen mit der Vogel, die Ente, die Katze, der Großvater. Der Wolf. Peter, und Gewehrschüsse. Eines Morgens öffnete Peter die Gartentür und trat hinaus auf die große grüne Wiese. Auf einem Ast eines großen Baumes saß Peters Freund, ein kleiner Vogel. Wie still es ist, zwitscherte der Vogel voller Fröhlichkeit. Da kam eine Ente dahergewatschelt. Sie freute sich, dass Peter die Gartentür offen gelassen hatte und beschloss, in dem tiefen Teich auf der Wiese schwimmen zu gehen. Thank you.
Als der kleine Vogel die Ente sah, flog er hinunter, setzte sich neben sie ins Gras und plusterte sich auf. »Was bist du für ein Vogel, wenn du nicht fliegen kannst?« sagte er. Und die Ente erwiderte, »Was bist du für ein Vogel, wenn du nicht schwimmen kannst?« und stieg ins Wasser. So stritten sie miteinander, die Ente schwamm auf dem Teich und der kleine Vogel hüpfte an dem Ufer hin und her. Auf einmal bemerkte Peter etwas. Er sah, wie die Katze durch das Gras schlich. Die Katze dachte, der Vogel streitet sich herum, ich werde ihn schon fangen. Und sie schlich auf Sammetpfoten heran. »Gib Acht!« schrie Peter, und der Vogel flog hinauf in den Baum. Die Ente quakte die Katze böse an. Von der Mitte des Teiches her. Katze ging um den Baum herum und dachte, lohnt es sich, so hoch hinauf zu klettern? Wenn ich oben ankomme, ist der Vogel weggeflogen. Der Großvater kam heraus. Er war böse auf Peter, dass er auf die Wiese gegangen war und die Gartentür offen gelassen hatte. Das ist gefährlich, sagte er. Wenn nun der Wolf aus dem Walde käme, was dann? Peter nahm des Großvaters Worte nicht ernst. Jungs wie er haben doch keine Angst vor dem Wolf. Aber
Der Großvater nahm Peter bei der Hand, machte die Gartentür zu und ging mit ihm ins Haus. Peter fort, da kam aus dem Wald der große graue Wolf. Kletterte die Katze auf den Baum. Die Ente quakte, und in ihrer Aufregung sprang sie aus dem Wasser heraus. Aber so sehr die Ente auch zu laufen versuchte, sie konnte dem Wolf nicht entkommen. Er kam näher und näher, erreichte sie. Und dann packte er sie und verschlang sie auf einmal. So sah es nun aus. Die Katze saß auf dem einen Ast. Und der Vogel auf dem anderen Ast. Nicht zu nahe bei der Katze. Thank you.
Und der Wolf lief immer um den Baum herum und sah mit gierigen Blicken hinauf. Peter stand ohne jede Angst hinter der geschlossenen Gartentür und beobachtete alles, was da vorging. Er lief ins Haus, holte ein starkes Seil und kletterte auf die hohe Gartenmauer. Einer von den Ästen des Baumes, um den der Wolf herumlief, reichte über die Mauer. Den Ast ergriff Peter und so kletterte er über die Gartenmauer in den Baum hinüber. Peter sagte zu dem kleinen Vogel: Flieg hinab und dem Wolf immer um den Kopf herum, aber gib Acht, dass er dich nicht fängt. Mit den Flügeln berührte der Vogel fast den Kopf des Wolfes, während der Wolf wütend nach ihm schnappte. Wie der kleine Vogel den Wolf ärgerte, wie der ihn zu fangen versuchte, aber der Vogel war der Klügere und der Wolf schnappte ins Leere. Inzwischen hatte Peter eine Schlinge gemacht und ließ das Seil vorsichtig hinunter. Er fing den Wolf am Schwanz und zog so fest er konnte. Als der Wolf merkte, dass er gefangen war, sprang er wild herum und versuchte loszukommen. Peter machte das andere Ende des Seils an dem Baum fest. Und je mehr der Wolf sprang
umso fester zog sich die Schlinge. Nun kamen die Jäger aus dem Wald. Sie waren dem Wolf auf der Spur und wie sie näher kamen, schossen sie mit ihren Flinten. Peter rief von einem Baum herab, ihr sollt nicht schießen. Der kleine Vogel und ich haben den Wolf doch gefangen. Helft uns nun, ihn in den Zoo zu bringen. Und nun. Stellt euch den Triumphzug vor. Peter voran. Dahinter die Jäger mit dem großen grauen Wolf. Thank you.
Schluss des Zuges der Großvater und die Katze. Der Großvater schüttelte den Kopf und sagte, na ja, aber wenn nun Peter den Wolf nicht gefangen hätte, was dann? Flog der kleine Vogel und zwitscherte, was wir beide, Peter und ich, für tapfere Gesellen sind. Seht, was wir gefangen haben. Und wenn man ganz genau hinhorcht, kann man die Ente im Innern des Wolfes quaken hören. Denn der Wolf hatte sie in der Eile lebendig hinuntergeschluckt. Thank you.